Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Art Atmosphäre. Zum ausklingenden Herbst habe ich mir ein letztes Mal etwas Schönes ausgedacht. Vor dem Video habe ich mir schon etwas blaue Farbe aus Braun, Ultramarin und Magenta angemischt. Verdünnt mit Wasser trage ich diese Farbe auf eine Leinwand auf, so dass diese zu ca. 3 Viertel bedeckt ist. Das letzte Viertel bemale ich mit einer braun-blauen Mischung. Dann den oberen Teil dieses Bildes, der später den Himmel bilden soll, helle ich ein bisschen mit weißer Farbe auf. Den unteren Teil, den Boden, versehe ich mit vereinzelten dunkelbraunen Flecken. Dazu nutze ich einen Fächerpinsel. Diese Flecken sind ein einfaches Mittel, um Strukturen in den Boden zu bringen. Bald schon ist Weihnachten. Jeder ist verzweifelt auf der Suche nach dem perfekten Geschenk. Da habe ich was für dich. Ein Gemälde, von mir handgemacht für dich. Nur jetzt, exklusiv zu Weihnachten, schenke ich dir daher bis zu 70% Rabatt auf meine Kunstwerke. Das Angebot gilt nur vom 19.11. bis zum 19.12. diesen Jahres. Also schlag zu! Finde jetzt das perfekte Geschenk für deine Familie und Freunde auf meinem Online-Shop bei Art Major. Erster Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Stöbern! Als nächstes nehme ich die Farbe, die ich anfangs für den Himmel angemischt habe, und gebe Grün dazu. Jetzt nehme ich mir einen Kalligraphiepinsel. Du kannst auch einen runden Synthetikpinsel verwenden. Mit der gerade angemischten Farbe male ich ein paar Tannen auf die rechte Bildseite. Um etwas tiefer in das Bild zu bekommen, sollte man die Farbe, mit der man hintere Objekte malen möchte, mehr verdünnen. Auf der linken Seite mache ich das Ganze auch. Hier kann man so viele Tannen malen, wie man möchte, auch in unterschiedlichen Größen und Formen. Mir gefällt der Hintergrund so. Ich nehme mir einen flachen Synthetikpinsel. Damit möchte ich das zentrale Objekt meines Bildes darstellen, einen Laubbaum. Ich nehme hier Pinot Grau und Braun und male Stamm und Äste. Einfach drauf los. In der Natur ist ja oft alles ein bisschen willkürlich. Vereinzelt male ich in den Hintergrund noch ein paar Büsche. Hierzu habe ich einfach die Farbe von dem Laubbaum verdünnt. Vorne male ich auch mit dieser Farbe ein paar kleine Sträucher. Weiter gebe ich dem Boden mit Ocker noch etwas Textur.
Mit Braun und Ocker mache ich mit einem Fischerpinsel ein paar Punkte auf den Boden. Diese sollten Laub darstellen. Ein paar Blätter sind auch noch auf dem Baum. Zwischendurch bearbeite ich den Boden noch ein wenig. Hier kann man selbst entscheiden, wie viel. Ups, ich habe versehentlich etwas braune Farbe auf dem Himmel gekleckert. Naja, passiert. Das ist aber wirklich nicht schlimm. Alles lässt sich reparieren. Hier nehme ich mir einfach ein bisschen Weiß und Blau und übermale den Klecks mit einer kreisenden Bewegung. Damit sieht der Himmel lebendiger, aufgewühlter aus. Falls dir mal ein solches Missgeschick passiert, solltest du keine Angst haben, aber zügig handeln, solange wie die Farbe noch nass ist. Natürlich könnte ich jetzt noch viel mehr Details hinzufügen, aber das muss gar nicht. Mir gefällt das. Und dir? Schreib mir gerne einen Kommentar dazu. Ich hoffe, dieses Abschlussbild zur Herbstsaison hat dir gefallen. Wenn denn so ist, lass mir super gerne einen Like da. Über dein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Hoffentlich bist du nächste Woche Sonntag auch wieder dabei. Dann reisen wir zusammen Richtung Winter. Ich wünsche dir bis dahin noch einen schönen Tag und bis dann!